Hallo RC-Freunde und willkommen zur nächsten Episode von Waxers RC TV. Heute aus dem wunderschönen Langenhering. Heute zu Gast bei Sascha Meier, den ich aus Perha kenne. Er hat mich damals mit seinem DBX einmal eine Testrunde fahren lassen. Wer das Video nicht gesehen hat, einfach mal in der Playlist zurück. SC Perha, erster Ausflug, den ich dort hatte 2020. Richtig coole Nummer. Und er hatte mir angeboten, dass wir hier auf dem Kanal einfach mal sein größtes, bisher auch sehr aufwendigstes Projekt präsentieren können. Wir sprechen heute mit dem Sascha über seinen Losi MTXL. Ich darf es nicht durcheinander bringen. Und Freunde, ich würde mal sagen, ihr schaut euch den mal jetzt ganz in Ruhe aus der Nähe an. Freunde, heute draußen im Grünen ein wunderschöner, riesiger Sportplatz und hinter uns oben am Berg noch eine Rennstrecke. Da gehen wir nachher auch noch kurz ein bisschen hin, dürft ihr ein bisschen zugucken, wie wir durch die Gegend flitzen. Der Sascha Meier, zwischen uns sein MTXL. Und bevor wir jetzt auf das Auto näher eingehen, wird der Sascha uns doch einfach mal kurz sagen, wer er ist, wie lange er RC fährt und was seine Lieblingskategorien sind. Sascha? Also, Name wisst ihr ja schon. Mein Alter, ich bin 46 noch. Lieblingskategorie 1 zu 8 und 1 zu 5, wobei die 1 zu 5 echt mehr im Fokus stehen, aber aufgrund des Gewichts und so weiter eher weniger gefahren werden. Deswegen 1 zu 8 auf Strecke, das macht auch richtig Spaß. Und wie ich es ja schon erwähnt habe, ich bin damals dein DBXL ja in Perha gefahren. Oh ja. Das ist jetzt schon über ein Jahr her und ich habe es ihm heute schon mehrfach sagen müssen, die Fahrt klingt immer noch nach. Weil das mein absolutes erstes Mal war, dass ich überhaupt so ein Riesending bewegt habe. Jetzt hast ja du davon schon zwei oder drei zu Hause. Das heißt, du bist mir da auf jeden Fall schon ein paar Schritte voraus. Irgendwann mal, wenn ich groß bin, habe ich vielleicht auch mal sowas zu Hause. Ja. Heute aber passend mit Team Cappies. Shoutout geht raus an den Boris. Gute Genesung für dein Ohr. Ja, von meiner Seite auch, aber das weißt du ja. So sieht es nämlich aus. Aber er war vorher schon da, hat uns beehrt, ist jetzt wieder nach Hause. Deswegen hier einfach nochmal nachgetragen. Schöne Grüße von der Strecke. Und ohne dich wären wir heute nicht im Partnerlook. Voll geil. So, ich würde sagen, jetzt geht's mal tatsächlich ums Auto. Wir drehen die Kamera und erklären und erzählen und zeigen euch, was der Sascha die letzten zwei Jahre so zusammengeschraubt hat. Bis gleich. Ja.
So, Freunde, da sind wir auch schon. Losi MTXL Candy Bomber. Wunderschönes, rotes Aluminium. Freunde, ich bin platt. Also als allererstes, ich sage jetzt mal so drei Sätze, bevor ich dann an den Sascha übergebe, weil das ist alles, was ich dazu sagen kann. Saugeil, saurot und saucool. Also Freunde, ehrlich, zieht euch das rein. Da glänzt, blitzt, funkelt, glänzt. Habe ich funkelt und blitzt schon erwähnt? Also ihr kennt alle Lady Glitzer Funkel, die ist dagegen ein blasses Lichtle. Ne? Aber Freunde, da steckt Liebe drin, da steckt Schweiß drin, mit Sicherheit auch ein bisschen Blut. Oh ja. So, und jetzt würde ich sagen, genug von dem sinnlosen Geschwalle. Jetzt übernimmt der Sascha und erzählt euch mal ein bisschen was dazu. Ich stelle die Fragen, Sascha gibt euch die Antworten. Genau, so, machen wir so. Also, als allererstes mal, wann hast du das Fahrzeug denn überhaupt das erste Mal in die Finger gehabt? Das Auto hatte ich das erste Mal in die Finger Dezember 2018. Sollte eigentlich ein Langzeitprojekt werden, über circa ein Jahr, so war es geplant. Draus geworden sind 6 Monate Bauzeit. Und ja, jetzt über die Zeit habe ich noch mal ein paar Kleinigkeiten verändert in Sachen Optik. Also habe noch einige Sachen anders gemacht und verändert. Und noch mal doch ein bisschen mehr Rot, wo vorher kein Rot war. Es ist sehr viel Rot da. Ja, muss man mögen. Mir gefällt es persönlich. Ne? Wie gesagt, ist meine Vorstellung von einem perfekten 1:5er. Sehr, sehr cool. Also ich kann mich ich kann verstehen, warum du Rot magst. Ich mag Rot zufällig auch. Kann man an meinem Pulli immer sehen. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Und mein New One war auch rot eloxiert. Ich liebe Rot. Ich mag Rot. Ja, es ist einfach, du hast nicht, also man muss dazu sagen, man hat nicht wirklich viel Auswahl beim Bestellen der Teile. Ja. Daher gibt es dann echt nur entweder Silber oder Rot. Ja. Und ich hatte halt einfach da den Bock drauf, zu sagen, komm, den bauen wir jetzt auf Voll-Alu um. Ach, das hätte ich auch gemacht. Und weil eigentlich ist es ja ein Plastikbomber. Mhm. Und ich wollte einfach ein voll-alu-rotes Auto. Das war im Prinzip so ein Kleinkindtraum, den ich mir da selbst erfüllt habe. Ich meine, dafür machen wir doch den Modellbau. Man baut sich etwas, das was man so nicht zum Kaufen kriegt. Ja? Genau. Und ich glaube, die Herausforderung, ich meine, man wird es jetzt so aus der Weite noch nicht wirklich erkennen können. Ich werde es euch jetzt mal ganz kurz hier aus der Nähe zeigen. Wir haben hier Tuning-Teile der etwas unterschiedlichen Hersteller. Wir haben Gap Racing mit drin, wir haben GTB mit drin, wir haben FID Racing, gerade hier vorne. Das sind auch, ja, jetzt hole ich euch Kritiker gleich mal alle aus dem Loch raus. Das sind auch alles nicht mal die gleichen Rotralltöne. Aber Freunde, wie es der Sascha gerade schon gesagt hat, da gibt es nicht viele Möglichkeiten. Und wenn ich dann was suche, ja, und ich finde das dann muss ich mir unter Umständen vielleicht auch mehrere Hersteller herziehen, um das Projekt dorthin zu bringen, wo es ich schlussendlich als Schrauber haben will. Nämlich alles rot, was einfach nur geht. Genau. Okay, Frage Nummer 2. Wir wissen jetzt, wie lange du an dem schon geschraubt hast. Was war das denn mal im Ursprung? Das ist im Ursprung ein Losi MTXL als Verbrenner. Ha. Der wurde jetzt umgebaut zu einem Elo 8S. 12S würde auch gehen, aber 12S ist mir persönlich zu viel. Das brauche ich nicht. 8 reicht. Dieses Projekt hat mir Boris Leipert ermöglicht und dessen habe ich dann gesagt, okay, dann bauen wir den so um und haben dann die Teile bestellt. Ein paar Teile haben wir angefertigt, viel ist gekauft, das ist richtig, viel Eigenidee gemacht. Wenn ich jetzt mal gerade da einhaken darf, jetzt zum Beispiel haben wir ja hier wahrscheinlich etwas, was eigen gebaut wurde, das heißt Reglerhalterplatte, selbst entworfen. Ja. Selbst gemacht? Selbst gemacht. Das war eine Riffelblechplatte, die wir einfach zugeschnitten haben, abgerundet haben und abgeschliffen haben. Und ich habe es dann foliert. Ja, okay. Also das heißt, alles, was es dann irgendwie nicht in Rot dann fertig zum Kaufen gab, hast du noch ein bisschen selbst beholfen, indem du schöne Folie genommen hast. Genau. Ich meine mich noch dran zu entsinnen, du hast mir gesagt, auch die Chassisplatte wäre in der Regel... Die ist schwarz. Die wäre schwarz. Die gibt es auch in Rot so gar nicht zum Kaufen. Nein. Ne? Ja, Freunde, und da wir uns ja auch im Modellbau befinden, ich zeige es euch jetzt auch mal kurz von unten. Ich kann ihn noch umdrehen. Das machen wir nachher gleich. Okay. Aber dass ihr es einfach mal nur schon mal ein bisschen gesehen habt, na, dann weiß man sich halt eben selber zu helfen. Ich meine, heutzutage gibt es ja Leute, die packen dann die Skins unten drauf. Das ist ja eigentlich so gesehen nichts anderes. Bloß, dass du dich halt für das Schönere entschieden hast. Für dich Schönere. Richtig. Ja, passt doch. Okay.
So, jetzt würde ich mal sagen, sprechen wir doch einfach mal kurz über den Grundaufbau vom Fahrzeug und du erklärst uns einfach mal, wo was reinkommt, was du mir ja vorher schon alles so ein bisschen im Detail erzählt hast. Das erzähl doch mal ein bisschen schneller jetzt unseren Zuschauern. Also, man sieht an diesem Auto leider nicht unbedingt zwangsläufig, wo vorne und hinten ist, aber hier ist dann vorne. Jawohl. Frontdiff, Alu, Innendiff, auch Alu-Gehäuse, also alles, was es in Alu gibt, habe ich für dieses Auto, bis auf die Streben. Und Freunde, ganz kurz, ich muss mal sagen, dieses Diff ist einfach fast faustgroß. Also heftig. Faustgroß, hau drauf. So. Dann gehen wir weiter auf die Doppellenkung. 2x60 Kilo pro Servo. 120 Kilo Lenkkraft, für den Fall, dass das jemand gerade nicht verstanden hat. Dann haben wir das schöne Voll-Alu-Mitteldiff mit mechanischer Bremse. Wahnsinn, Freunde, zieht euch das mal rein. Scheibenbremsen. Also im Prinzip vom Mini Carrera ausgebaut, oder? Da gibt's zu kaufen. Nein, aber Leute, mich hat das Zeug erstmal komplett sprachlos gemacht. Ich habe sowas ja A noch nicht gesehen und B, selbst wenn man sowas jetzt live sieht, ist es einfach nur beeindruckend. Das Hauptzahnrad hatte die Größe. Da ist schon meine Faust ein Witz dagegen. Ich kann dir leider nicht sagen, wie viele Zähne es sind. Ich weiß es echt nicht. Alles gut, das interessiert, glaube ich, auch keinen mehr bei der Größe. Dann haben wir das Bremsservo, ebenfalls 60 Kilo Stellkraft, was völligst übertrieben ist, aber ich hau halt gerne auf die Kacke. Leute, ganz kurz, wir fassen es zusammen, damit es auch der Letzte jetzt verstanden hat. Wir haben ein Servo, das nur Gas und Bremse macht. Nur Bremse. Und wir haben zwei Servos, die Lenkung machen. Das macht drei Servos. 60 Kilo. Richtig. Aber du hast vorher gesagt, der günstigste Kostenfaktor an deinem Auto ist was? Die Reifen. So. Und der zweitgünstigste Kostenfaktor ist dann? Die Servo. Leute, nur mal so. Für alle drei Servos roundabout 140 Euro. Je nachdem, wo ihr sie einkauft. Richtig. Gibt's sie beim Boris? Ja. Dann am besten beim Boris einkaufen. Da zahlt er nämlich nicht 140 Euro. Sag ich jetzt mal ganz frech. So. Nee, also, deswegen dreimal Servo, zweimal Lenkung, einmal nur Bremse. Genau. Damit es auch ich verstanden habe. Leute, beim 1:5 ist echt viel anders. Und deswegen bin ich froh, dass der Sascha das heute alles erklärt und ich das nicht allein erklären muss, weil ich würde euch die Hälfte von dem gerade mal erzählen und da davon die Hälfte wahrscheinlich noch falsch. Deswegen, Sascha übernimmt, weiter geht's. Bremsservo, Lenkservos werden über einen separaten Lipo, also über BEC-Lipo gesteuert. Jawohl. Das heißt, Antrieb und Lenkung und Bremse sind voneinander getrennt. Ja, sehr cool. Zum Betreiben haben wir, also ich fahre Spielzeugkiste Augsburg, Lipos 5400 mAh 4S, zweimal. Jawohl. Max 5 Regler, ja, ein Robitronic Razor, muss ich selber gerade ablesen, weil der ist nagelneu, X5-2. Wahnsinn, den habe ich gerade mal gesehen im Internet, als ich ja schnell bei Robitronic meinen Motor bestellt habe, ist mir der auch schon ins Auge gefallen. Wobei Robitronic hat sich ein bisschen gemacht in Form Optik. Die Optik von den Motoren sind echt schön mittlerweile. Dann haben wir traumhaft. Schön versteckt den Peak Eater von Dr. Amy Racing, 8S Peak Eater. Grüße gehen raus an Arne. Ja. Und dann kommen wir auch schon zur Hinterachse. Und Hinterachse ist genauso wie Vorderachse. Alles, was es in Alu gab dafür, ist in Alu verbaut. Also das Außengehäuse, das Innengehäuse, komplett. Wahnsinn. So, und jetzt sag doch mir nochmal, wie diese Anschlüsse heißen. Das weiß ich selber nicht. Die hat Boris mir irgendwann mal gegeben als Alternative zu den Standard 5mm Klinken. Mhm. Name weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber die sind zum das Geile ist zum Auseinanderziehen, ja, zusammengeklebt. Sehr, sehr geil. Einfach dein System und du steckst die quasi immer ab, wenn du das Fahrzeug ohne Akku bewegst. Ja. Heißt, wenn wir dann also hierher gelaufen sind vorher, war das dann hinten dran gehangen, der MT, weil der einfach dann da zum Tragen ein bisschen schwer ist. Und dazu hat man dann das Ganze abgeklemmt, weil, das habe ich heute gelernt, wir ansonsten Strom produziert hätten. Richtig. Hä? Schlecht für den Regler. Ja, schlecht für den Regler. Und du hast mir auch vorher so eine KW-Zahl an den Kopf geschmissen. Der hat 8 kW Leistung. Nur mal so zum Vergleich, was hat ein Jumbo? Ja, 1000, was hat denn? 1100? 1100? 1100 kV? Ja, okay. Ja, 2, 2,
250 hat er. Ja, 2250, ja. Ja, oder 2200, ja. Genau. Okay. Ja, der Motor hat 8 kW Leistung. Ja, das ist Wahnsinn. Wahnsinn! Riesig! Heftig. Freunde, schaut euch mal einfach, guck mal, das ist mein Daumen. Ich bin wirklich, ich bin ja kein kleiner Typ. Ihr wisst es, kein kleiner Typ. 2 Daumen dicke Dämpfer. Ja, hier, Kolbenstange ist wahrscheinlich so wie mein kleiner Finger. Originaldämpfer. Originaldämpfer mit gehärteten Federn. Mit verstärkten Federn. Verstärkten Federn. Das hast du mir erzählt. Genau. Also Freunde, ich weiß ja nicht, wie es euch so geht, aber ich sehe hier einen Haufen Rot und das sieht alles sehr, sehr cool aus. Haben wir noch irgendwas, worauf wir tatsächlich spezifisch eingehen müssen? Du hast dir Manschetten zugelegt für die vorderen oder für die Kardanwellen an sich, dass genau. Da einfach der Dreck weg fern bleibt, oder? Ja, ja. Ja, das dient dem Zweck. Und Batteriefächer haben wir hier. Das sind, wie gesagt, die Akkufächer, die dann den Regler betreiben. Da haben wir Anschluss. AS150. AS150, das habe ich so auch noch nie in der Hand gehabt. Richtig heftiges Zeug. Mit Schmauchspuren. Das Ding macht nämlich echt Funken, wenn man die Akkus einsteckt. Und Wahnsinn. Leute, lasst mich wissen, wie ihr das Auto findet. Schreibt es mal unten ins Kommentarfeld was rein, weil ich habe sowas noch nie gesehen, geschweige denn gesteuert. Und ich habe gehört, kommen wir nachher nochmal dazu. Ich glaube, wir fahren den jetzt dann noch eine Runde. Um einfach euch auch mal zu zeigen, dass das Ding auch fährt. Wie viele Akkus haben wir mit dem Fahrzeug schon runter, Herr Meier? Da haben wir jetzt aktuell 16 Lipo-Ladungen hat er durch. Also ja, 8 Fahrten, ja. 8 Akkus. Also immer zwei, immer zwei. Zwei Paare. Also 8 Paare hat er jetzt durch, 16 Lipos hat er jetzt gesehen. Rein vom Anwendungsbereich wird mit dem Fahrzeug gesprungen? Nein. Nur Wiese bei schönstem Wetter. Ja, okay, verständlich. Ich glaube, wenn da einfach was kaputt geht, das ist heftig. Ich glaube, man muss ja eh schon immer so ein bisschen dahinter sein oder nachzuprüfen. Nee, so empfindlich sind sie jetzt nicht. Okay. Aber durch die neuen Zollverordnungen aus Übersee wird es jetzt halt schwieriger und auch teurer, die Teile wieder nachzukaufen. Ja, okay. Dann schaut man, dass man sich so lange wie möglich das Fahrzeug erhält, ohne nachkaufen zu müssen. Es ist halt ich sag jetzt mal, mein kleines Baby, mein liegt mir sehr am Herzen, ja. Wird wirklich nur selten bewegt. Und wenn, dann kriegt er halt nur seine Wiesenausfahrten. Dass er überhaupt bewegt. Dass er überhaupt bewegt wird. Zu 80% steht er zu Hause auf dem Ständer bei mir im Raum. Voll cool. Und ich schaue dann halt beim Schrauben am Radix, am XTR halt immer mal wieder nach rechts rüber. Ja. Da steht er dann und freue mich, dass er da ist. Also Freunde, wäre der bei mir zu Hause, ich kann euch sagen, ich würde mehr mit dem machen, als nur hinschauen beim Schrauben. Nicht jugendfreie Zone. So, beeindruckend. Leute, mir fehlen sonst alle weiteren Worte. Ich habe es euch ja eingangs schon gesagt, sau geil, sau cool und sau rot. Voll mein Ding. Ich glaube, rein von den Kosten her können wir mal so viel sagen, wir sind auf jeden Fall schon im vierstelligen Bereich, oder Sascha? Oh ja. Ich meine, Reifen, okay, günstig, Servos, okay, günstig, aber doch alles andere kostet ein bisschen was an Geld. Schaut mal hier, ESC, handgroß. Max 5. Handgroß. Motor, Hand, nochmal, meine Hände. Wir reden immer noch von einem 1,90 Meter Kerle, ne? Ich meine, wenn das jetzt Kinderhände wären, würde ich es ja verstehen. Aber das Zeug ist einfach riesig. Riesig. Komm, wir drehen ihn mal um. Ja, machen wir noch. Eine Wende, da gibt es nämlich noch was Besonderes, gell? Ja. Habe ich gehört. Da ich ja wir alle Nagel im Kopf haben, habe ich mir gedacht, ich packe unter das Auto, was völlig überflüssig ist, nur mal angemerkt, nochmal Chassisplatten für vorne, hinten Mitteldiff. Krass. Und auch da nochmal ein Dank an Boris Leipert, das sind Sonderanfertigungen. Nur. Ah, steht auch drauf. Original. Bei BLR. Sieht absolut beeindruckend aus. Leute, zieht euch das rein. Und obwohl das foliert ist, man meint es gar nicht. Also tatsächlich optisch, wenn man jetzt nicht die Folienkanten dann teilweise bei den Schrauben so sieht, ja. Auf den ersten Blick hin sieht man das nicht. Ja. Sehr beeindruckend. Absolut mega beeindruckend. Und scheiß Arbeit. Das glaube ich. So, jetzt haben wir mal hier einen Sascha mit seinem ganzen Auto. Komm, heb's mal hoch in die Kamera hier. Ja, guckt's mal, da muss man schon wuchten. Ne? 16 Kilo Leergewicht. 16 Kilo Leergewicht. Was wird der so roundabout laufen? Geschwindigkeit. Ja. Aus dem Stand.
irgendwas zwischen 70 und 80. Weißt du was? Messen wir. Machen wir. Machen wir. Freunde, wir machen da jetzt mal Akkus rein, ich hole mein GPS und dann lassen wir die Kuh noch mal hier über den Sportplatz fliegen. Und ärgern mal hier den Hausmeister oder was auch immer das sein soll. Rasenwart, Pfleger. Oder die Jungs mit dem Ball. Ja, die werden gleich von alleine weglaufen. Freunde, bis gleich. So, Freunde, wir haben die Akkus drin. 2x4S gibt 8S. Da drüben nochmal 2S für die Lenkung und für die Bremse, so wie wir das gelernt haben. GPS ist reingeklebt, hier an der Seite. Wir haben Satelliten an der Zahl 12 Stück. Dann würde ich sagen, starten wir doch mal die ganze Party. Dann kann der schon mal auf Empfang gehen. Also Freunde, riesig. Ich bin ja vor kurzem auch den X-Max gefahren. Der sieht dagegen aus wie Kindergeburtstag. Ist mal kein Scheiß. Wie so ein kleiner Minimax. Jetzt kommen leider die unschönen Klemmen rein. Ach, das macht nichts. Das sind aber die praktische. Halten wenigstens bei einem Überschlag die roten, also die Showteile, ja. Die verbiegen sich halt beim Überschlag. Da habe ich schon 7 oder 8 Stück verloren. Aber das ist das, was man manchmal nicht so ganz auf die Kette bekommt. Es gibt halt manchmal Dinge, die hat man dann da, wenn man halt ein Foto macht. Und dann gibt es manchmal Dinge, die hat man dann da, wenn man halt dann auch zum Fahren geht. Richtig. Ja? Und wenn ich dann so Showklammern habe, ich meine, ich will ja nicht meine schönen roten Klammern mit 3D gedruckten Griffen kaputt machen, sondern dann gehe ich auch eher nach der Praxis und sag halt hier, ne? Einmal schön anziehen, dann sind die unten und die sind auch fett und stabil, das heißt, die werden wahrscheinlich nicht so leicht rausfallen wie die kleinen. Ah, Freunde, zieht's euch rein. Freunde, los geht's! Zieht euch das Auto rein. Freunde, erster Versuch, GPS hat ein bisschen gespackt, aber jetzt sind wir wieder auf Empfang und lassen die Kuh nochmal fliegen. Wahnsinn, Mann, Wahnsinn. Die Geräuschkulisse, ich liebe. Die ist heftig. Schaut mal her, was der für Furren hinterlässt. Guckt euch mal das Ganze an hier. Das siehst du gleich, wo er gefahren ist. So, gut hast du das gemacht. Gut. So, schauen wir mal rein, was das Handy sagt. Na, stopp. Read. 68 km/h auf Wiese. Ja, gar nicht mal so schlecht. Das ist ja mal ganz gut. Ja, vor allem, wir haben ja die Cyclone drauf. Ja, die sind jetzt nicht so wirklich die Rasenstoppelreifen. Das darf man ja auch mal ein bisschen berücksichtigen und sagen. Und dafür 68 km/h. Sollen wir noch mal einen Versuch starten? Können wir machen. Das machen wir doch mal. Stellen wir mal wieder zurück. Noch mal kurz zu mir her. Ich muss noch mal das Signal neu verpaaren. Okay. Wir fliegen. Nur auf dem Boden, ohne Flügel. Und los geht's. Wahnsinn. Hat sich das der Mitnehmer verabschiedet? Nein! Alter, hat sich der Mitnehmer vorne verabschiedet. Vorne? Ja.
So, Freunde, leider kommt es jetzt nicht mehr zum dritten Lauf. Also heute haben wir das volle Maß abgeschossen. Einmal GPS läuft nicht, dann einmal läuft es gut. 68 km/h haben wir gesehen. Das heißt, mit den Cyclone-Reifen auf Wiese kann man schon mal zufrieden sein. Ich meine, Leute, das ist ein 1:5 mit 16 Kilo. Hallo? Das Ding gelöst. Bewegt sich heftigst. Und jetzt wollten wir noch den dritten Lauf machen. Jetzt haben wir aber leider gemerkt, dass der nicht anpassend heißt. Ja, dass dieser Mitnehmer sich jetzt gelöst hat. Schaut mal, er dreht nicht mit. Da brauchen wir jetzt ein bisschen wellenfest, weil mit so ein bisschen Loctite, das hätte ich jetzt dabei. Ja, Freunde, kann man vergessen. Das war's. Da können wir Kaugummi wenn dann reinstecken, das bringt noch mehr wie Loctite. Nein, muss wellenfest drauf. Aber nichtsdestotrotz, 68 km/h, Sascha, kann man mit zufrieden sein, ja, oder? Natürlich. Alles easy. Ich wusste ja gar nicht, war ja geschätzt vorhin die Geschwindigkeit eben, zwischen 70 eben. Und 80. 70 und 80. Vor allem 16er Ritzel ist das in Ordnung. Und man darf ihn nicht vergessen, die Werksangabe sind 70 bis 80 Kilo, glaube ich, für die 70 bis 80 km/h. So roundabout. Dann haben wir aber ein Plastikfahrzeug. Ja, richtig. Ist ja hier das, ist ja All-in Aluminium, das heißt, wir haben ja hier schon mal ein deutlich höheres Gewicht. Und dann der Betrieb mit 8S mit 68 km/h. Also hey, Freunde, ich weiß ja auch nicht. Ja, ein bisschen mit dem Rissel spielen für den Speedrun. Da geht auch noch 17, 18, 19. Und ihr habt es ja gesehen, das Ding bringt eine brachiale Gewalt auf die Wiese. Ja? Also ich hatte da jetzt schon mal Respekt, wenn das auf mich zugefahren bin. Und ich bin echt nicht zimperlich, wenn es um sowas geht. Aber Freunde, für mich heute ein Megaspektakel. Und wir haben ihn jetzt in Action gesehen, wenn es jetzt auch kurz eine kurze Ausfahrt war. Aber Freunde, das ist wie mit den kleinen 1 zu 10ern. Ja? Großer Mitnehmer, wie sagt man mal? Kleine Autos, kleine Sorgen, große Autos, große Sorgen. Ja. Ne? Und in dem Moment macht man lieber wieder mal den Mitnehmer fest, bevor man dann später noch einen größeren Schaden hat. Ja, ich würde sagen, wir wechseln jetzt gleich mal noch den Platz, wandern nach da oben. Ich zeige euch, was sich da hinten noch versteckt, was wir zwei jetzt noch machen, ohne euch. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, Freunde, jetzt sind wir noch hier am Ort des Geschehens. Jetzt wird noch ein bisschen was gemacht. Wie gesagt, der MTXL für heute erstmal fertig. Aber wir haben ihn ja auch schließlich aus der Nähe angeguckt. Und jetzt haben wir hier noch meinen Jumbo, der heute zum Einsatz kommt. Dann haben wir noch vom Sascha den Kronos, den Radix. Und da drüben noch eine Kleinigkeit. Die werde ich aber euch in einem anderen Content dann mal zeigen. So, wir sind jetzt hier noch an der Rennstrecke von den Jungs. Da, wo die sich so die Feierabende und die Wochenenden vertreiben. Da könnt ihr mal hierher gucken. Richtig schön gemacht. Startziel, sage ich jetzt mal, wäre hier unten. Man fährt den Berg hoch, kommt hier über eine schöne Kurve, eine lange, fährt runter, ballert eine Gerade runter, 180 Grad, kleiner Sprung und dann geht es wieder rein in die Doppel-S-Kurvenpassage. Richtig witzig. Ich werde für euch jetzt die Kamera dann nachher beim Fahren noch ein bisschen aufstellen. Das Ganze machen wir unkommentiert und dann sehen wir uns ganz zum Schluss nochmal für ein Abschlusswort. Sieht doch nicht sexy aus. Ein UMC Kronos XTR. Lackiert bei Boris Leipert. Gefahren von Sascha Meyer. Und hier noch wunderschön Radix 6S in Rot. Schön Reifenkappen aus dem 3D-Drucker. Dämpferschutz aus dem 3D-Drucker. Alles von ARP. Mudguards, die es auch noch hier am Kronos gibt. Ich sehe schon, ich werde da am Jumbo noch ein bisschen nachrüsten müssen, aber ich habe auch schon wieder was gemacht. Ganz kurz, um es euch zu zeigen. Der ein oder andere sieht es vielleicht schon. Flex-Karo-Halter endlich drauf, weil die anderen mir ja kaputt gegangen sind. Und ein neues Lenkservo. Ich habe mich beklagt, ich habe was getan, ich habe es getauscht. 25 Kilo Servo von Power HD ist jetzt drin. Mal gucken, wie sich das heute so um die Strecke bewährt. Ja, und ansonsten als nächstes eventuell noch ein Motorlüfter. Mal gucken. Bisher habe ich noch nicht so die großen Temperaturprobleme. Liegt aber auch daran, dass ich jetzt mittlerweile viel mit den Kronos-Reifen fahre. Die Jumbo-Reifen an der Stelle für mich eigentlich reine Reifen zum Tricks machen. Also auch wenn ich jetzt ins Skaterpark gehe, für meine Backflip-Sessions, da sind die tatsächlich viel besser, weil schnellere Rotation. Irgendwie Jumbo geht schneller in den Flip. Und die Landung ist etwas weicher. Aber nichtsdestotrotz, ich habe die Kronos-Reifen jetzt tatsächlich schon mehr gefahren wie meine Jumbo-Reifen. Sind ein bisschen universeller einsetzbar, weil Backflips kann ich damit auch, vielleicht nicht ganz so schnell, aber auf Wiese, auf Dreck und überall anders laufen die ein Stück weit besser. Speedrun-technisch? V8.
verkackt. Da war ich mit den Jumbo-Reifen schneller. Aber das Auto ist nicht für Speedruns gedacht, sondern das Auto ist für den Spaß gedacht. Und er macht mir aktuell sehr, sehr viel Spaß. Und das dürft ihr euch jetzt einfach mal nochmal in Ruhe selber angucken. So, Freunde, da sind wir auch schon am Ende vom heutigen Video angekommen. Ich und der Sascha, wir fahren jetzt noch ein bisschen da auf der schönen Strecke. Ich habe für euch ja gerade noch ein paar Minuten Fahrzeit eingefangen, wie wir schon mit dem Jumbo und seinem Kronos XTR gefahren sind. Und ja, Freunde, was soll man sagen? RC-Fahren verbindet. Ja? Man kommt immer wieder mit so coolen Leuten zusammen wie... Sascha, was möchtest du den Leuten noch sagen? War ein geiler Tag. So sieht's aus. Jederzeit wiederholbar. Oh, bitte, ich bitte drum. Und nächstes Mal ist der MTXL dann auch fahrbereit und hält. Ja, dann machen wir nochmal ein Speedrun. Machen wir mal 17er Ritzel drauf oder 18er. So. Und vielleicht machen wir das Ganze auch dann in Laubheim? Ja. Auf meinem Fliegeplatz? Ja, mit Straßenreifen. Mit Straßenreifen? Ja, müssen wir überlegen. Mal gucken. Ja. Und bis dahin habe ich ja vielleicht auch wieder so einen Speedbuggy bereit. Der da hinten liegt. Tut er das? Tut er. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Freunde! Schön, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Bleibt gesund, habt Spaß mit euren Autos und bis zum nächsten Mal bei Waxxes RC TV. Peace. Macht's gut.